war schon mal sein Bauhof. Das war sein Labor, sein Radar, seine Kaserne. Achso, und seine Waffenfabrik hat er auch nicht mehr. Also eigentlich hat er jetzt schon verloren. So schnell wird das mit den Russen nicht gehen. So viel kann ich euch schon sagen. Also mit den Russen wird es deutlich schwerer sein. Weil die Russen haben nicht solche mächtigen Einheiten wie die. Und vor allen Dingen auch nicht mit so einer Reichweite. Gut, sie hätten die Raketenwerfer, aber die Gatling-Geschütze zerlegen sie innerhalb kürzester Zeit. Es wird also bedeutend schwieriger mit den Russen. Daran kann man übrigens auch sehen, wie overpowered eigentlich die Alliierten sind. Vor allem, wenn sie ihren Prisma-Panzer haben. Und Juris Einheiten sind vergleichsweise leicht. Gegen die, die Russen zum Beispiel haben. Die Russen haben eher schwerere Einheiten. Lassen sich aber verdammt leicht Gedanken kontrollieren. So, und jetzt zerstören wir die U-Boot-Werft. Die brauchen wir nicht mehr. Das Thema ist erledigt. Und tschüss. Stabilisatoren werden neu angepasst. Lichtbrechung intensiviert. Geländefluktuation wird ausgeglichen. Noch Fragen, Juri? Positionsdaten empfangen. Ja, er schickt seine Sklavensammler los. Geländefluktuation wird ausgeglichen. Positionsdaten empfangen. Vergrößerungslinsen aktiviert. Verzerrungsfehler wird kompensiert. Reflektionswinkel berechnet. Sind unterwegs. Die Luftwaffe kann sich ja auch darum kümmern. Mein einer Hubschrauber, den ich habe. Das wird jetzt eine reine Verfolgungsjagd. Mehr wird es nicht mehr. Das Ding ist gelutscht für ihn. Das war's für Juri. Das ist übrigens auch interessant. Das ist die einzige Einheit, die Terrordrohne nicht beeinflussen kann, fahrzeugtechnisch. Die einzige. Weil es auch gleichzeitig ein Gebäude ist. Vorwärts! Ja, Genosse. Die Schocktherapie kann beginnen. Unzureichende Credits. Prisma-Panzer einsatzbereit, Sir. Positionsdaten empfangen. Um den brauchen wir uns keine Sorgen mehr machen. Prisma-Sensoren stabil. Lichtbrechung intensiviert. Einheit verloren. Einheit befördert. Aber es scheint auch so, dass er die Truppen gar nicht umrollen kann. Wirklich. Einheit verloren. Und das war's. Nächste Mission geschafft. Jawoll. Einsatz erfolgreich. Läuft. Alter. Oh, aber knapp! Colonel, Juri hatte überhaupt keine Chance. Die Regierungschefs sind in Sicherheit und wohl auf. Und Juri wurde aus London vertrieben. Ausgezeichnete Arbeit. General! Was ist denn da los? Besiegte Gegner 289. Wir hatten 30 Minuten Zeit gehabt. Und 26, 21 haben wir gebraucht. Ziemlich knapp. Viel Spaß mit der nächsten Cutscene. Ich glaube, ich muss gleich erstmal. Commander, ich habe versagt. Ich habe die ganze Unternehmung gefährdet, weil ich Juri sagte, dass das Treffen der Regierungschefs in London ist. Und aus diesem Grund möchte ich mit sofortiger Quatsch Wirkung... Quatsch mit Soße! Lieutenant, Sie sind ein wichtiger Bestandteil dieses Teams! Wenn Sie denken, Sie wären der einzige Officer, der von diesem Verrückten hirnlos gemacht wurde, können Sie gern die Fliege machen. Andernfalls will ich aus Ihrem schönen Mund nichts mehr hören über Rücktritte. Gehören Sie noch dazu? Ja, Sir. Danke, Sir. Also jetzt sollten wir uns diesen Verrückten schnappen, bevor er noch weiteren Mist baut. General, Sekunde, ich habe da was. Reden Sie, ich höre. Ich habe Juris Transaktionen trianguliert, Sir. Ich habe jetzt einen genauen Standort. Schönes Arbeiten, Lieutenant. Da soll mich doch einer in Sirup tauchen. Der Kerl verbirgt sich in der Antarktis. Okay, Sie sind dran, Commander. Der ganz große Fisch. Vorbereiten für eine Angeltour. Ich will hier nicht spekulieren, aber ich glaube, das ist die letzte Mission. Bauen Sie eine sowjetische Radar... Na super. Also wir haben alle drei Fraktionen auf einen Fleck, so wie es aussieht. Vernichten Sie den Psychodominator in der Antarktis, ja, das ist klar. Vernichten Sie restliche Truppen. Ja. Das ist übrigens auch einer, den man im Intro sieht. Das ist der Psychodominator, der in der Wüste, in der Wüste steht. Ja, das ist der in Ägypten. Nein, das ist der in der Eiswüste. So, in der Tundra. Wir planen den Einsatz unserer Truppen in Feuerland, an der südlichsten Spitze Südamerikas. Sie müssen diesen verlassenen Sowjetstützpunkt instand setzen. Die Klippen entlang der antarktischen Küstenlinie verhindern einen Angriff von See. Sobald Sie das Radar repariert haben, schicken wir Ihnen per Chronoport ein MBF rein. Juris Übertragungen kommen von Osten. Wir drücken Ihnen die Daumen, Commander.
Die ganze Welt sieht gespannt zu und wartet. Gefechtskontrolle. Das macht überhaupt keinen Druck. Nein. Überhaupt. Ihr Gehirn tot. Ja, ich glaube auch. Das macht überhaupt keinen Druck. Nein, nein. Die ganze Welt schaut nur 8 Milliarden Menschen, die zuschauen. Ist klar. Setzt mich überhaupt nicht unter Druck. Nein, nein. Alles gut. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als dass mir 8 Milliarden Menschen zugucken. Wie ich hier versage. Ich meine natürlich, wie ich Erfolg habe. Das war aber nicht die Radarschüssel. Ich meine natürlich den Radarturm. Also ihr werdet schon mal, für diejenigen, die die Sowjetkampagne noch nicht geguckt haben, die werden jetzt leider so ein bisschen gespoilert, das tut mir leid. Aber ihr habt ja gehört, es gibt ein Bündnis zwischen Sowjets und Alliierte, was es noch nie zuvor gab. Das muss man sich mal vorstellen. Die beiden tun sich zusammen, um einen einzelnen russischen Verräter aus dem Weg zu räumen. Da muss man sich mal, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was für eine Gefährlichkeit sie Juri zuordnen. Das ist irre. Das ist total irritierend, ganz ehrlich. Sowjetische Gebäude blau mit Kriegssammler und all. Das macht mich fertig gerade. Entschuldigung, ich komme da gerade nicht drauf klar, ganz ehrlich. Natürlich kommen auch noch Rekruten, die das Klo besetzen, ist ja ganz klar. Also bei mir gibt es immer ein Prinzip: Es gibt immer besetzte Klos, immer. Ich weiß nicht mal, warum das so ist. Ich besetze einfach immer die Klos. Finde ich übrigens auch klasse. Das hat man im Grundspiel nicht so gemerkt. Diese Einheitenkästchen, die ihr da unten seht, die sind immer der Fraktionsfarbe angepasst. Das heißt, GIs sind blau, Rekruten sind rot und die Schüler sind lila. Oder purpur. Oder pink. Oder wie auch immer man es nennen möchte. Kommunikationsstation, ja. Das ist aber nicht die wir bauen sollen, die wir haben sollen. Das ist nämlich gemeint, der Radarturm. So, nein, wir bauen zwei weitere Kriegssammler. Vor allen Dingen interessant ist auch, normalerweise müssten wir den Schneehund haben, aber das kriegen wir nur, wenn wir die Fraktion der Sowjets tatsächlich auch spielen. Da wir das nicht tun, kriegen wir natürlich den alliierten Hund vorgereicht. Ich arbeite dran. Ja, Sir. Produktion abgeschlossen. Ich sollte noch mal hier ein paar. Produktion läuft. Ich kann mir irgendwo nicht vorstellen, dass Juri hier kein. Ja, das habe ich mir gedacht. Genau das meine ich nämlich. Es hätte mich jetzt echt gewundert, wenn der Juri hier keine Möglichkeit hat, hier nicht doch noch irgendwie einen auf den Sack zu gehen. Ich wollte zuerst nicht sagen, aber ich wusste es. Produktion läuft. Irgendwas musste Juri noch haben. Irgendein Ass im Ärmel. Sonst wäre es nicht Juri. Produktion abgeschlossen. Den brauche ich auch hier nochmal einen Bunker hin. Also diese Bunker, die sind auch neu übrigens. Die gab es im Grundspiel gar nicht. Die sind richtig geil. Also die sind richtig effizient in der Verteidigung, finde ich. Vor allem, da man. Das ist das einzige baubare Gebäude, wo man echt seine Truppen stationieren kann. Das ist richtig geil. Das ist richtig cool. So, dann bauen wir hier nochmal einen Tesla-Reaktor. Dann bauen wir hier einen Gefechtsbunker. Ah ja. Sammler unter Beschuss. Ja. Ist schon recht. Ich sag mal so, solange unsere Leute hier alles im Griff haben, ist das okay. Nein, wir bauen den Radarturm. Den werden wir nämlich brauchen. Das Schöne ist, wir haben hier schöne Edelsteinfelder. Das ist auch sehr gut. So, die Rekruten können da reingehen. Ich würde ja gerne Panzer bauen, ne? Aber ich habe Angst, dass die Juri-Klone dabei sind, dass sie die missbrauchen können. Die Terror-Drohnen, die können nämlich nicht kontrolliert werden, weil es sind Drohnen. Drohnen kann man schlecht Gedanken kontrollieren. Geht nicht. Das ist, glaube ich, eine logische Schlussfolgerung. Deswegen, ich würde jetzt gerne erstmal die Landschaft hier auf den Kopf stellen, bevor ich jetzt irgendwie anfange, den Radarturm sinnlos zu bauen und dann so, ach du Scheiße, was ist denn da los? Ne, ihr wisst, was ich meine. Gut, also es könnte sein, dass spätestens die nächste Session dann Schluss ist. Okay, also von da kann er schon mal nicht kommen. Einheit bereit. Die Karte scheint auch recht groß zu sein. Wie gesagt, ich baue noch nicht den Radarturm, ja. Alter, was ist los heute mit meiner Aussprache? Das ist ja schlimm. Unsere Basis steht unter Beschuss. Ah, wie schön. Ein Ölförderturm. Training. Schönes Ding. Einheit bereit. Den habe ich damals, glaube ich, sogar übersehen. Schäme ich mich so ein bisschen für, dass ich den damals übersehen. Alter, das ist aber ein Riesengebiet. Unsere Basis was? Steht unter wie? Beschuss. Ich höre. Scheiße. Habe ich doch richtig gehört. Ich dachte, ich hätte mich verhört. Nein, ich habe mich nicht verhört. Ja.
Reparatur läuft. Ja, echt. Produktion läuft. Verdammter Schweinehund. Unsere Basis steht unter Beschuss. Der Bunker war eigentlich für was ganz anderes vorgesehen, Juri, du Sau. Produktion abgeschlossen. Der sollte eigentlich da oben hinkommen. Um das Feld da abzusichern. Gut, wir haben schon mal ein Gebäude verloren. Das fängt schon mal klasse an. Außerdem sehe ich gerade, oh, das ist ziemlich stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Okay. 5. Ihr kommt nach oben. Bauen wir nochmal 8. Die kommen dann ins Zelt rein. Ich baue lieber nochmal erstmal eine Werkstatt. Ich kann mich an die letzte Mission so überhaupt nicht mehr erinnern, wisst ihr das? Das ist echt schlimm. Das ist echt schlimm. Da könnt ihr mal sehen, wie lange ich das nicht mehr gespielt habe. Das ist echt irre. Gebäude eingenommen. Gut, also hier ist nichts weiter mehr. Die Drohne ist natürlich kaputt, klar. Ölraffinerie erobert. Zusätzliche Ressourcen verfügbar. Einheit bereit. Ja, natürlich setzt er seine Klone ein. Es wäre ja sonst auch nicht Juri, wenn er seine Klone nicht einsetzen würde. Training. Seine über alles geliebten Einheit Klone. Bereit. Die übrigens auch schon eigentlich im Grundspiel Klone waren. Nur da hat man sie erstmal anders benannt, weil... keine Ahnung. Sie haben es einfach gemacht. Genosse. Ich weiß zwar nicht, was sie damit bezwecken wollten, aber ist okay. So, das wurde besetzt mittlerweile. Das ist gut. Ich werde auch den Ölförderturm gleich einmauern, damit er gar nicht so schnell rankommt. Einheit bereit. Und ein kleines Panzereingreifteam ist, glaube ich, auch nicht verkehrt. Es sei denn, er kommt natürlich mit seinen Gedankenkontrollfritzen. So. Ich meine auch, dass das letzte Szenario vorhin das einzige Szenario war, wo er wirklich UFOs aktiv einsetzt. Also das heißt, die UFOs sehen wir eventuell nie wieder. Es sei denn, ich mache die Gefechte, weil ich setze sie echt gerne ein. Weil die sind scheiße effektiv, wenn man sie richtig einsetzt. Reparatur läuft. Entschuldigung. Produktion läuft. Aufstoßen. Einheit bereit. Produktion abgeschlossen. So, damit ist das jetzt auch eingemauert. Sehr schön. Produktion läuft. Und jetzt bauen wir den Radarturm. Aber liebe Panzer, ihr solltet Entschuldigung. Nochmal gucken, das habe ich mir gedacht. Einheit bereit. Eine ideale Landebucht. Position bestätigt. Das habe ich mir gedacht. Also Dr. Eisbär. Ihn natürlich auch gleich beschießen. Warum auch nicht? Kann man ja mal machen. Der arme Eisbär kann gar nichts dafür. Was hat er euch getan? Ihr Schweine! Fahrzeug berichtet. Gut, also hier ist nichts weiter mehr. Position wird geändert. Abgebrochen. Ganz ehrlich, ich würde gerne eine weitere Raffinerie bauen. Wenn ich ehrlich bin. Bereit, Genosse. Wir können auch nicht so wahnsinnig viel bauen, weil eben halt der Radarturm fehlt. Das ist das alles Entscheidende. Position wird geändert. Aber ich würde gerne erstmal einen Überblick über diese Ecke der Karte kriegen. Ah, ja, das ist auch geil. Das ist auch cool. Und der Ingenieur ist übrigens auch angepasst. Also wenn wir die Sowjets wären, dann wäre es natürlich ein russisch sprechender Ingenieur. Da wir jetzt aber Alliierte sind, sind es natürlich amerikanische oder Alliierte. Reparatur läuft. Ne? Vorgang nicht möglich. Alliierte Produktion läuft. Ingenieure. Position wird geändert. Das dachte ich nicht. Hier ist noch eine Landebucht. Natürlich. Irgendwie Position muss der Gegner ja doch noch rankommen. Und so viel zum Thema, es ist von Klippen geschützt. Sehe ich. Da. Und. Warum beschießt ihr die Eisbären? Was tun die euch? Die machen doch gar nichts. Dr. Pilz will doch einfach nur seinen Fisch essen. Er will doch einfach nur seinen Fisch essen, dann darf er nicht. Wird er gleich erschossen. Standrichter. Bereit, Genosse. Geht doch nicht. Auf geht's! Ich arbeite dran. Könnt ihr doch nicht machen. Einfach standrichter die einen schießen, den armen Kerl. Ich hab die Pläne hier. So, dann erobern wir das auch schon mal. Dann haben wir schon mal einen gewissen Vorteil. Von mir aus kann Juri sich da drüben erstmal zubauen. Dasselbe mache ich nämlich hier drüben. Dann habe ich hier nämlich schon mal eine schöne Verteidigung. Dann kommt er nämlich nur noch sehr schwer rüber. Einheit bereit. Dann sind wir hier quasi bereit, schon mal safe. Wir können uns Genosse. In Ruhe auf das andere Ufer konzentrieren. Nein, nicht diese Art von anderen Ufer, keine Sorge. Aber ich weiß ja, wie gerne ihr meine Zweideutigkeiten mögt. Ich will ja keine Namen nennen, ne? Scarfon. Ja, der gute Mann. Fleißig meine Videos. Alle Fahrzeuge werden automatisch repariert.
geil. Ich liebe es, wenn sie das sagt. Ich liebe es einfach. Ausgewählt. Vor allem, wir haben dann schon mal zwei Kasernen, das heißt, die Produktion geht auch schon mal ein bisschen schneller. Schon mal gut. Es ist nie verkehrt, eine gute Verteidigung zu haben. Es ist nie verkehrt, Freunde. Und solange nicht irgendwie sowas wie ein Psychodominator oder sowas plötzlich aufblinkt und sagt, Achtung, hier ist ein Psychodominator, passen Sie auf, Sie Sau. Da kommt was auf Sie zu. Das habe ich mir nämlich gedacht, seht ihr? Jetzt bin ich nämlich froh, dass ich da diese Bunker stehen habe, die so schön nämlich diese Dinger wegballern können. Und damit ist das Thema erledigt. Die Sitzung ist geschlossen, vielen Dank. Mir das so kaputt? Wahrscheinlich nicht. Panzer! Ne, sieht nicht so aus. Kriegen die nicht hin. Es ist dieser eine Baum, der im Weg ist. Alle anderen sind okay, aber dieser eine Baum, der geht gar nicht. Und dann baue ich gleich einen Tesla-Reaktor, dann hat sich das Ding komplett erledigt. Guck mal, da kann ich nämlich einen hinbauen. Komisch ist das. Bereit, Genosse! So, jetzt werden wir wirklich anfangen, Radarturm zu bauen. Ich werde auch gleich nochmal speichern. Dann werde ich wahrscheinlich gleich kurz mal einen Schnitt setzen. Ich muss dringend mal wohin, bevor ich mir hier irgendwie in die Hose mache. Das wollen wir ja nicht. Also ich zumindest nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn es euch egal ist, dann, ja, dann freut euch dran. Ich werde aber trotzdem gleich auf Klo gehen. Neues Ziel erhalten. Aber vorher sichern wir nochmal den Abschnitt ab. Produktion abgeschlossen. Ich mag es eben gerne, wenn ich abgesichert bin. Ich hasse es, wenn etwas nicht gesichert ist. So, den verkaufen wir, brauchen wir nicht mehr. Den anderen hat er schon weggekloppt. Das ist okay. Dann hat er den weggekloppt. Gut, wir haben zwar Panzer, aber die brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Zumindest erstmal. Ich höre das Geräusch schon. Hm, mit Juriklo. Super. Lass es. Unsere Basis steht unter Beschuss. Warte auf Order. Abgebrochen. Ja. Da rülpst er erstmal. Habt ihr das gehört? Er hat einfach losgerülpst, die alte Sau. Einfach so rülpst er los. Was für ein ekelhafter Mensch. Produktion abgeschlossen. Produktion läuft. Warte auf Order. So, jetzt besetzen wir den Bunker. Hat der Bunker eigentlich was abgekriegt? Ja, ein bisschen was hat er abgekriegt. Warte auf Order. Drei Bunker sind immer besser als zwei Bunker. Produktion abgeschlossen. Wenn er da mal passen würde. Jetzt passt er. Genosse. Ist zwar eine beschissene Position, aber hey. So, Freunde, jetzt speichere ich mal kurz. Und dann werde ich gleich mal einen kurzen Schnitt setzen. Das heißt, ich bin gleich wieder da. Ich muss mich kurz wirklich mal auf Toilette, denn sonst gibt es wirklich gleich ein Unglück. Also bis gleich. So, weiter geht's. Mit einer leeren Blase lässt es sich einfach besser planen als mit einer vollen. Einfach schön. So, jetzt bauen wir hier erstmal den Radarturm. Jetzt bin ich gespannt. Wir suchen nach einer brauchbaren Landezone, wohin wir Ihnen das MBF schicken können. Ja, mach das mal. Halten Sie sich Juris Truppen nur noch ein bisschen länger vom Leib? Ja, gar kein Problem. Ich habe ja gebaut. Unsere Basis steht unter Beschuss. Reparatur läuft. Produktion läuft. Premiergebäude ausgewählt. Training. Aber ich baue noch mal einen Gefechtsbunker dazu. Vorsichtshalber. Dann ist die Ecke nämlich auch safe. Warte auf Order. Und dann kann Juri mich mal kreuzweise. Zumindest ist in der Ecke. Ein Ohr muss ich mal freilassen. So. Sehr schön. Und die Sammler können jetzt in Ruhe sammeln. Die werden nicht gestört. Und wenn, gibt's auf die Fresse. Das ist übrigens die Fähigkeit, die ich erwähnt hatte. Die können jetzt Spionageflugzeuge einsetzen. Eine recht vorteilhafte Eigenschaft, weil jetzt können wir jetzt immer die Karte erkunden, wenn wir keinen Ablink haben. Truppen treffen ein. Position wird geändert. 4, 3, 2, 1. Das ging sehr schnell. Achtung, Psychodominator entdeckt. Ja, Achtung. Genau das habe ich befürchtet. Mutator entdeckt. Wir haben nicht viel Zeit, Commander. Bauen Sie Ihren Stützpunkt in der Antarktis schnell auf, ja, Sir. Bevor Juri Ihre Stellung überrennen kann. Schon unterwegs, Sir. Produktion läuft. Also, du bist aber sehr nett zu mir, Mädel. Ganz ehrlich. Vorwärts. Genmutator, ja. Psychodominator. Hm. Warte auf Position wird geändert. Ah, geil. Position sehr schön. Sehr schön. Wie gesagt, die Russen sind erstmal sicher. Und sollte er die Russen ab jetzt angreifen? Ja, mein Gott. Ah, wir sind die Franzosen. Alles klar, wir sind die Franzosen. Gut zu wissen. Produktion abgeschlossen. Aufstellen nicht möglich.
Produktion läuft. Gut, dann haben wir das auch schon mal geklärt, wir sind die Franzosen. Ich wiederhole es gerne nochmal, wir sind die Franzosen. Produktion abgeschlossen. Übrigens wusstet ihr schon, dass wir die Franzosen sind. Spionageflugzeug bereit. Oh Gott, das hört sich so komisch an mit ihrer Stimmlage. Ziel wählen. Neue Bauoptionen. Der Gemontator ist nicht so gefährlich wie der hier. Der ist am gefährlichsten, der Psychodominator. Aber der Gemutator kann leider auch recht nervig sein. Es sei denn, man hat keine Infanterie. Dann ist es egal. Denn das ist das Einzige, was der Gemutator kann. Er sorgt dafür, dass gegnerische oder auch eigene Infanteristen mutieren. Und somit zu Berserkern werden. Wenn er keine Infanteristen hat, logischerweise, kann er das auch nicht. Deswegen ist der Psychodominator auch gefährlicher als der... Resultate gelingen. Das könnte Ihnen den entscheidenden Vorteil bringen, Commander. Vielleicht. Basis steht unter Beschuss. Aber vielleicht will ich das auch einfach nicht, um die Leute nicht zu spoilern. Hast du mal daran gedacht? Vorgang nicht möglich. Gebäudeproduktion läuft. So, jetzt baue ich ganz schnell das Forschungslabor, damit wir gleich direkt anfangen können, den Prisma-Panzer zu bauen. Und danach werde ich dann erstmal das sowjetische Forschungslabor bauen. Denke ich mal. Mal gucken. Vielleicht auch nicht. Von wo kommt er eigentlich? Ich habe das jetzt gar nicht so richtig gesehen, von wo er kam. Da ich ja zwei Waffenfabriken habe, muss ich die erstmal auswählen. Zwei Sammler, das kennen wir ja schon, das Prozedere. Einmal die Grand Canyon, der erste. Oder Grand Cannon, ich lerne das noch. Irgendwann. Spätestens, wenn ich sie nicht mehr brauche, dann habe ich es gelernt. Dann ist es aber zu spät. Dann ist es egal. Produktion.